Märchenerzählkunst der Lipizzanerheimat. Franziska Krenn-Leitgeb. Ich erzähle Märchen seit gute 20 Jahren. Rosemarie Popp. Märchenmagie Rosemarie seit 2001. Märchen, Sagen, Fabeln. Aus aller Welt, von heimisch bis zu 1001 Nacht. Und wie erzählen wir? Auf Wunsch Hochdeutsch und sonst wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir erzählen für junge Frauen, für Männer, für Dirndln und Burschen. Für groß und klar, für alt und jung. Von heimisch bis zu 1001 Nacht. Und Märchen von den wunderweißen Pferden haben wir zwar immer dabei. Jetzt geben wir euch eine Kostprobe. Achtung! Märchen hören kann geistig-seelisches Wohlbefinden bewirken. Damals, als sie die ganze Welt noch in einem Eichenfassel drin draht hat, mein Großvater war es, der das Fassel dafür gemacht hat, damals ist der Himmel festgehängt an einer einzigen purpurnen Rose. Die Rose ist zur Sonne geworden, hat ins Fassel eingeleicht und was hat sie gesehen? Da war einmal ein König. Mein Gott, nein, der hat eine solche schöne Tochter gehabt. Ein bisschen eigensinnig war sie. Und im heiratsfähigen Alter. Eines Tages hat der König beschlossen, seine Tochter zu verheiraten. Und so hat er sämtliche junge, starke, mutige Männer von nah und fern ins Schloss eingeladen, damit sie um seine Tochter werben können. Ja, und die sind gekommen. Ich sag euch, eine richtig lange Schlange ist angestanden. Und die haben Geschenke mitgebracht, Gold, Edelsteine, schönstes Geschmeide. Ja, das hätte ja der Tochter schon gefallen. Und so manch ein Jüngling auch. Aber zu jedem hat sie gesagt, na, die heirate ich nicht. Ja, und wie endlich der Letzte aus dem Schloss draußen war, hat der Königvater zu seiner Tochter gesagt, war denn da wirklich keiner dabei? So wohlhabende, junge, mutige, kräftige Männer? Na, hat die Tochter gemeint. Der eine oder andere vielleicht. Ja, aber was willst du eigentlich dann? Hat er ihr gefragt. Ja, eigentlich hat er die entscheidende Frage gestellt. Mei, hat sie gesagt, sie am Wurst. Ich heirat nur dein, der mir eine blaue Rosen bringt. Ja, da heißt es schon sehen. Die Königinmutter, die ist ganz blass geworden, die war fast vom Stuhl runtergefallen. Eine blaue Rosen? Ja, sowas hat ihr da noch keiner gehört. Wo gibt's denn eine blaue Rosen? Ja, aber weil die Tochter so drauf beharrt hat, hat der König im eigenen Land und über die Lande hinaus hat er das verkünden lassen. Sie wird nur den heiraten, der ihr eine blaue Rosen bringt. Und wenn's keine echte ist oder wenn sie ihr nicht passt, ja, dann kommt er in den Kerker oder muss er leben lassen. Lang hat's gedauert. Irgendwann einmal ist dann ein junger, fescher Mann dahergekommen, der hat einen riesen, schönen, großen, goldenen Ring hat er mitgebracht und auf dem war eine wunderschöne geformte blaue Rosen auf. Die Prinzessin hat sich den Ring genau betrachtet und hat gemeint, na schön ist er eh, aber echt ist er nicht. Und schon hat er keinen in den Kerker marschiert. Eine Zeit lang ist vergangen, dann hat sich der Nächste im Schloss eingefunden. Ma, ich sag euch, das war ein wunderschöner, herrlicher Porzellanteller. Feinstes, edelstes Porzellan. Und er war bemalen. Mit einer blauen Rose. Und wenn man das angeschaut hat, ja, da ist ein Vorkommen, da liegt eine echte drauf. Aber leider war dem nicht so. Und so hat er sich gleich zum anderen im Kerker dazugesagt.
dann hat schon eine Weile gedauert. Aber eines Tages, da ist einer ins Schloss gekommen, der hat eine echte blaue Rosen in der Hand gehabt. Ja, da ist ein Strahlen übers Gesicht vom König drüber gegangen und auch die Königinmutter hat sich's nicht verkneifen können, dass sie angefangen hat zum Leuchten. Ja, und die Prinzessin, die Königintochter, na ja, ich muss jetzt eigentlich sagen, die war nicht so glücklich, weil der war kein junger, fescher Bursch. Das war so ein bisschen ein alter Lauter mit einer Hackennase und stechenden Augen. Aber er hat eine echte blaue Rosen in der Hand gehabt. Und wie er so ihr die Rosen übergibt und sie dran riecht, sagt sie, duften tut die aber noch nichts. Da fliegt beim offenen Fenster ein Schmetterling einer. Setzt sie auf die Rosen und fällt tot auf den Boden. Ja, das hätte sehen sollen, der ist aufgehupft. Die Prinzessin hat die Rosen weg um mich geschmissen und hat gesagt, na, das ist ja giftig. Ja, so war das auch. Weil der, der mit der echten Rosen gekommen ist, der war bei einem Hexenmeister. Hat ihm viel versprochen, wenn er einmal König sein wird. Und der hat irgendwas zusammengemixt und da haben sie die Rosen eingestellt und so ist die Rosen blau geworden, aber giftig. Ja, so ist halt auch der im Kerker gelandet. Von der Sache mit der blauen Rosen hat der junge Gärtnersbursche gehört und der ist neugierig geworden. Obwohl ihm alle abgeraten haben, er soll da ja nicht da irgendwas machen, ist er eines Tages hingegangen, hat sie draußen bei der Mauer vom Schlossgarten hingestellt und hat angefangen, ein Liedl zu singen. Und es war so schön, dass die Prinzessin, die es gehört hat, zugegangen ist und von der anderen Seite um mich geschaut. Ja, da haben sie zwei Augen aber auch geschaut. Ja, und so ist es ein paar Tage dahin gegangen. Eines Tages hat die Prinzessin zum Gärtnerjungen gesagt, du, komm morgen aufs Schloss und bring eine Rosen mit. Ja, er hat aber nur weiße Rosen gehabt. Und die Leute, das ganze Volk, das davon gehört hat und dort schon versammelt war vor dem Schlosseingang, die haben ihm alle abgeraten und gesagt, mein Gott, na, du wirst dir nicht dein Leben da geben wollen, im Kerker landen, die Prinzessin, die ist grausam. Ja, aber er hat sich davon nicht abhalten lassen. Ist mit seinen Streisel weiße Rosen eine, hat sie hingestellt vom König, der Königin und der Prinzessin. Ja, da ist der König auf, sagt er, die Rosen sind ja weiß. Die Königin ist auch aufgestanden und sagt, die Rosen sind ja weiß. Aber die Prinzessin, die ist hingegangen zu ihm, hat ihn umarmt, hat ihn angepustelt und hat gesagt, na, für mich sind die Rosen blau. Na ja. Und so haben die zwei geheiratet. Und lang haben sie gelebt, glücklich und in Frieden. Gerne können auch Sie uns engagieren, ob Sie jetzt eine Kulturreferentin oder Referent von einer Gemeinde sind, ob Sie unternehmerisch tätig sind oder ob Sie einfach jemand sind, der gerade was zum Feiern hat oder jemanden eine Freude machen will.